Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier immer noch im Sumpflager unterwegs. Der Reislord ist tot. Wir waren hier ein bisschen verkaufen, Sumpfkraut holen und so. Jetzt wollte ich einfach mal einmal kurz zu Cor Kalom nochmal hingehen. So, ich ruf mal ein bisschen näher. Und das ist jetzt die erste richtige Aufnahme nach meiner, ich sag jetzt mal, ja, kann man vielleicht Urlaub sagen, vielleicht kann man es auch Arbeitsreise sagen, je nachdem, wen man fragt. Also für mich war das irgendwie so eine Mischung aus beides. Hier haben wir Kane und Cor Kalom. Kann ich von dem jetzt eigentlich dann Ding... Was kommen? Willst du? Nee, ich kann ihm... Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ich kann von ihm das Ding da immer noch nicht abkaufen, das Rezept. Vielleicht von Kane? So, hat ein bisschen gedauert. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Okay. Das machen wir wohl nicht. Wir müssen eine der Quisten hier bebitzen. Mist wieder von vorne. Dietrich abgebrochen. Okay. Komm. Ah! Okay, gleich haben wir keine Dietriche mehr. So einfach kommen wir da wohl nicht dran. Wie viel haben wir noch? 5. 5 haben wir verbraten. Ja, dann müssen wir vielleicht in Schlösserknacken besser werden. Wir müssten jetzt aber auch bald... nein! Okay, das haben wir überlebt. Dann müssten wir einfach mal ein bisschen nochmal hier ein paar Monster erledigen. Aber Sumpf, nicht Sumpf hier, der Wald, der ist ja nicht weit von hier. Können wir da hin im Grunde? Und zusehen, dass wir da vielleicht die ein oder anderen Viecher ausschalten. Wir sind ja schon einigermaßen gut gerüstet. Und mit Magie haben wir hier auch bisher noch nichts zu tun. Wir können aber hier einmal... Ich halte mich da lieber raus. So. Einmal alles braten, was wir an Fleisch haben. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Interessant, was Lester und Baal Namib da sagen. Ich hoffe, die reden nicht über mich. So, wie viel Fleisch haben wir? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Alter, wie viel haben wir? Wie viel Fleisch? Haben wir wirklich so viel eingesammelt? Jo, fertig. Wie viel haben wir jetzt? 185. Hier ist schon eine Hausnummer. So, aber ich würde jetzt gerne mal in den Wald da gehen und dann nochmal den ein oder anderen Dude ausschalten. Und dann haben wir erstmal auch genug für die nächsten Erfahrungspunkte. Wir können eigentlich mal die ganzen Wälder hier ausschalten. Die ganzen Viecher in den Wäldern. Außer die, die jetzt noch zu stark für uns sind.
Und ich habe bisher immer noch keinen Plan, ob unsere Waffen zumindest schon zu den Besten gehören oder... Was sind das? Blutbuchensamen? Ich habe das jetzt eingesammelt, weil das für mich neu war, was da für Samen lagen. So, bevor wir aber reingehen, machen wir hier hin nochmal ein Safe Game. So, wo sind denn die Viecher? An dem einen an der Brücke sind auf jeden Fall immer welche, das weiß ich, aber hier gab es doch auch irgendwo noch welche. Da. Zwar ein bisschen viel auf einmal, aber. Alter. Nice. Die Blutfliege looten wir. Und die haben uns keinen Schaden gemacht, also kaum Schaden. Das ist schon nice. Komm, Blutfliege, komm her. Ich bin hier. Komm. Kann der auch runterkommen? Muss ich vielleicht ein bisschen Abstand von dem nehmen? So geht's auf. So. Hier gab es noch irgendwo eine Blutfliege. Und jetzt 27.500. Okay. Flog hier nicht gerade noch irgendwo einer? Ja, wir werden so oder so noch nachher uns verbessern müssen. Noch weiter. Ah, da oben fliegt schon wieder einer. Toll. Aber egal. Wir laufen hier noch durch den Wald. Und machen alles kaputt, was nicht uns kaputt macht. Doch einen anderen Bildschirm gucken, weil es hier jetzt zu dunkel ist. Hier kommen wir eh nicht weiter. Ah, hier. Ich will looten. Kann ich denn nicht looten? Kann ich nicht looten. Das ist schade. Ich hätte ihn jetzt gerne gelootet. Das sind zwei Flügel, die was wert sind, auf jeden Fall. So. Ah, das Viech, das sind wir noch nicht so weit. Da sind hier Scavengers. Oder wie ich die gerne nenne, Dodos. Für mich sind das Dodos. Okay, die Wölfe. Die werden auch noch gleich angreifen. Ich sehe schon. So, gibt es hier auch noch irgendwas? Na,
Was sind die Duros? Moritz? Das andere Viech da lassen wir mal in Ruhe. Hat jetzt Moritz getötet? Er hat Moritz getötet. Das war nicht ich. Das waren meine Erfahrungspunkte, hallo? Was ist mit dem? So. Die Skavenger, das machen wir auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eigentlich stark genug gegen die Snapper sind. Gegen Marana auf jeden Fall schon. So. Vielleicht auch nochmal kurz was essen. Ich habe keine Ahnung, ob wir die wie sonst brauchen, die Raffes und so weiter. Guck mal, da sind so viele Erfahrungspunkte. Jo, Alter. Bleib nicht. Alter, ich weiß noch, vor einigen Folgen sind wir hier einfach ehrenlos krepiert. Und jetzt hauen wir die einfach mal mit ein, zwei Schlägen alle weg. Hier haben wir auch nochmal einen. Das sind keine Wölfe. Ich guck mir mal an, was das sind für Viecher. Auch Hunde? Was machen auch Hunde hier? Alter, was? Tauchen hier Orkhunde auf. Wo kommen die denn her? Egal, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen tiefer in den Wald. Mal schauen, was wir hier noch finden. Hier, das kennen wir doch. Hier war doch der eine von den vom Sektenlager, den wir finden mussten, ne? Irgendwo. Ja, genau. Hier sind wir jetzt. Alles klar. Jetzt sind wir auch mal im Hellen hier. Können wir ein bisschen besser sehen. Sehen tue ich jetzt gerade niemanden. Ich dachte, da wäre was. Mal gucken, vielleicht ist der eine Dude da immer noch da. Aber sonst gibt es hier nichts, hä? Wir den einen Typen nochmal verkloppen, kriegen wir dann nochmal die Erfahrungspunkte? Da ist er, ja. Du hast gewonnen! Schon gut! Ein fairer Kampf. Schwamm drüber, dass du mich umgehauen hast.
So, ich kann nicht noch mehr sagen. So, Waldbeeren nehmen wir mal mit. Probier's denn das? Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber da hinten, wo die Orkunde sind, da will ich vielleicht lieber nicht hin. Komm, Höllenpilze nehmen wir mal mit. Sind wir jetzt eigentlich nach genug gegen die Minecrawler? In der alten Mine? Müssten wir gleich mal ausprobieren. Da sind sehr viele von denen, von den Minecrawlern. Und wir haben ja jetzt gelernt, wie man was von denen nochmal einsammelt. Hier den Sekret, glaube ich, war das, oder? Uns eigentlich langsam auf den Weg in die Richtung machen. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht den Orkundler über den Weg. Was ist denn da? Okay, noch was Neues entdeckt. Jo, ein Schiffswrack einfach. Was sind das denn für Warane? Die sehen ein bisschen anders aus als die üblichen. Feuerwaran. Oh. Okay, die sind stärker. Da sind noch mehr Feuerwarane. Hier gibt es aber nichts. Nur halt. Oh, Bier. Und Wein. Hat sich dann doch gelohnt. Schnell weg, bevor der Feuerwaran auf uns zukommt. Wo genau ist denn das? Ah, okay. Warte mal. Da oben ist ja noch eine Brücke. Sind das die Orkhunde oder Mauritz? Das sind Mauritz. Und hier sind wieder Wölfe. Weitergedreht hier. Genau. More Raps. So, nochmal ordentlich Fleisch einsammeln. Kapitel gibt es denn hier in dem Spiel? Also für mich die Frage. Da haben wir wieder von Blut fliegen. Dass die dann allesamt wieder neu spawnen können. Die
Oh, da ist ein Snapper. Ja, machen wir hier mal nochmal ein Safe Game. Auf die 2. Ist mir lieber auf der 2 als auf der 1 gerade. Und ich weiß jetzt echt nicht, wie relevant der Reislot jetzt eigentlich letztes Mal war. Was ist denn das da oben? Das sieht aus wie eine Ruine. Und hier unten geht es auch noch irgendwie weiter. Okay, hat doch mal geklappt. Da ist ein Snapper. Wie wir gegen die Snapper ankommen, weiß ich noch nicht. Sind das normale Warane oder Feuerwarane? Das ist normale. Gegen normale war. Es sind noch mehr Snapper. Warum so viele Snapper? Warum? Das sind zu viele. Alter, die Dinos. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ich wollte nur erkunden, ich wollte nur gucken, was das ist. Da sind Lurker. Aber das sind jetzt, glaube ich, normale Lurker und nicht diese Damm-Lurker. Alter, der kommt jetzt hinterher? Ernsthaft? Okay. War doch zu hart. Hä? Ich hoffe, das überlebe ich. Ja. Was? Ich raff gerade nicht, was jetzt los ist. Ah. Jo. Okay. Gegen Lurker kommen wir schon an. Ist aber auch aufgefallen, man muss hin und wieder auch mal was anderes drücken, außer nur nach vorne. So, kommen wir essen das hier mal. Wir haben ja eben mehr als genug Fleisch. So, und hier. Na komm. Du auch, komm. Alter, wie geil. So, da kommt schon der nächste. Alter. Okay, ich hab schon raus, wie man kämpft. Behaupte ich mal. So, wie sieht's mit der Erfahrung aus hier? Alter, schon 26, 25, 0. Das sind andere Viecher. Da gehe ich mal lieber nicht hin. Wo genau sind wir?
keine Ahnung, wo wir gerade rumlaufen. Aber da ist immerhin das alte Lager. Moment. Ah, okay, doch, ich weiß, wo wir sind. Das da über uns hier, das ist das, wo wir gestartet sind, das hier im in der Kolonie hier. Komm, können wir mal rüber können. Wir haben jetzt auch wieder 10 Erfahrungspunkte. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Neues lernen können. Ein bisschen Erz haben wir ja auch. So. Mal gucken, wem können wir was verkaufen? Denn die Primo ist ja immer noch da. Oh, die schöne Urheberrechtsverletzung. Gehen erstmal hier runter. Ich muss sagen, ich finde die Musik schön, aber wenn mir YouTube da Probleme macht, muss ich zusehen, dass ich die vielleicht ausschalte, stumm schalte. So, hier haben wir Fingers. Für Gomez! Für Gomez! Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? So, Schlösser öffnen. Stufe 1, ja, komm, eine 10 Lernpunkte, okay. Taschendieb da. Ja, komm. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Du bist jetzt schon besser. Okay. Taschendieb da. Ich will ein guter Taschendieb werden. Vergiss es. Ohne dass du schleichen kannst, wirst du niemals ein geschickter Dieb. Okay, dann müssen wir vielleicht zu Cavalorn. Oder wir gehen einmal zu Sketti und fragen den mal, wie ich besser im Schwertkampf werden kann. Der war ja hier. Für Gomez! Für Gomez! Ja. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Mhm. Ah, okay, der kann mich nicht weiter trainieren. So, Kirgo, Gohannes. Komm schon, ich will vorbei. Du hast dich da nur gerade hingesetzt. Was willst du? Was ist dein Problem? Will er an mir vorbeisitzen oder was? Sehe ich nicht. Dann gehen wir mal lieber hoch, rein. Mal gucken, was wir da vielleicht kriegen. Verkaufen können. Auf. Gardist. War hier nicht irgendwo mal einer, der trainiert? Erzbrocken. Wieso liegt hier Erz rum? Liegt hier einfach mal Erz rum. Noch ein Erzbrocken. Die haben hier so viel Erz, die schmeißen das weg. Das für die nur noch briefisch wäre oder so. Warum? An der Geschichte, wenn du meinst. Okay, komm. Ich höre erstmal abwarten. Ich hab nicht so heiß, nur wirklich nicht. Rodriguez Torres. Manche lernen. Milton. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Nichts. Wir sehen uns.
Ich verrate das lieber nicht. Ich glaube, wir müssen uns hier noch hocharbeiten. Gardist. Gardist. Stone. Da drinnen war doch jemand, der kauft und verkauft. Skip, genau. Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. So, Kerzenständer, Besteck, Schüssel, Becher, Dietrich, Erzbrocken hat er noch 340, Steinwurzel, Rabenkraut, Wasser, Reisschnaps, Reis, Wein, Bier, Holzen, Pfeil, Spitzhacke, grobes Schwert, mehr hat er nicht, doch Streitkolben, Blutfliegen, Stachel, Richtschwert, hat 30, was, wie sieht's bei meinem aus? Kann ich jetzt nicht sehen. So, Richtschwert, Richtschwert, Gardeschwert 32, Kampfschwert 33. Boah, weiß ich gerade nicht, wie viel meins wert ist. So, aber ich kann dem das hier verkaufen. Morad Fett brauchen wir eigentlich nicht und das alles. Boah, genau 200. Passt perfekt. So, dann wo hat er dann... Erz nochmal da oben irgendwo. Ne? So. Kann ich auch einzeln? Nee. Ich kann irgendwie nur in 10er Schritten. Ich weiß nicht warum. Ich kann hier nur 10er Schritte. So, was mit Stone? Der kann auch noch bestimmt was verkaufen. Für Gomez! Für Gomez! Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Ich bin immer noch kein Gardist. Also okay. Wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Ich würde den gerne für eine Rüstung verdrecken. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. So, aber egal, ich muss mal schauen, wie ich gerade ist. Für Gomez. Für Gomez. Lass mich mal vorbei. Nö, also das passiert mir nicht. Was ist denn das gequatscht hier? Gequatscht wird. Manche lernen immer wieder. Ah, hier kann ich pennen. Okay. Wahrscheinlich hast du recht. So, bis zum nächsten Morgen. Lass mich mal vorbei. Ich hab hier nur gepennt, was will der? Was ist denn das da unten eigentlich? Ah, da können wir trainieren gehen, eventuell, hoffentlich. Scorpio, genau. Für Gomez. Jo, für Gomez. Okay, der trainiert mich nicht. Der trainiert nur gerade wahrscheinlich. Ja, okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir irgendwie irgendwo noch ein bisschen lernen, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln nochmal und ein bisschen mit der Story hier auch weiter vorankommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. War nicht besonders.